Raubschlacht hinten und in Ordnung, Hüter. Das ist eine Blitzattacke. Vernichte ein paar Scharbestien und schnapp dir einen Teil des Subgeists. Und überlebe, um die Geschichte weitererzählen zu können. Also scheinbar kommen dann später erstmal unsere Teammates dazu. Also entweder das oder gar nicht. Egal wie man es treffen wendet. Müssen wir uns jetzt nur allein durchschlagen. Und das sollte ja auch irgendwie. Mindestens gegen die random Bots hier. Denn ziemlich die größte Gefahr, die wir gerade haben, sind diese Teile da hinten. Wie heißen sie? Alter. Da die Geschütztürme. Dass die garantiert nichts aktivieren. Heim. Dadurch. Ja. Dass die eigentlich ja alles angerufen werden sollen, das ist egal. Okay, da komme ich jetzt wirklich nicht mehr weg. Weiter. Okay, ist er also jetzt reingekommen und dann ist er abgehauen oder was? Okay. Warum nicht? Na egal, schmeißen wir einfach eine Lava rüber. Die kommt nicht schnell genug wieder. Der innere Sturm. Oder eher der äußere Sturm bei dem, was wir hier abzieht. Außerdem sollte man gleich so langsam kurz in Deckung. Egal, da wird schon was. Oh. Das ist schnell. Das war's. Die meine an, jetzt haben wir auch nochmal einen Teammate. Doch ein schönes Ding. Das heißt, den Rest von der Raffung gar können wir jetzt auch im Duo auseinandernehmen. Vorausgesetzt, wir kommen dann nicht noch einen dritten. Aber wir werden bald einen Kriegsgeist haben. Wenn jemand Xivu Arad überlisten kann, ja, dann ist es Rasputin. Wir haben einen Kriegsgeist. Nicht mehr. Sehen wir das oder der Typ kommt dann einfach nicht mit. Na dann ab darunter. Der Hauptbereich mit 2 Kilometer daneben. Und das macht super viel Wind. Lichtmagnitude. Mache ich jetzt hier einfach an, möglich packt. Ich finde Aufgaben nehmen. Ei oder was? Ich denke, ich irgendwie schon 4-5 von Dingern. War so aus Versehen erledigt irgendwie. Zumindest ist es nicht gewollt. So. Ja. So. Und hast du jetzt ab hier den praktisch Teammates zu haben, einfach wenn man dann ja nochmal deutlich besser hier durchkommt. Und abgesehen davon, manche Stellen nicht neu machen, wenn man einmal stirbt. Also die Teile, wo man ja nur die Grenze wiederbeheben hat, oder was auch immer das genau war. Das war der Teil, der hier jetzt kommen sollte. Mich jetzt nicht angefeucht. Abgesehen davon sind wir hier eigentlich relativ schnell fertig, auch wenn der Teil jetzt hier das nochmal ganz stark in die Länge ziehen wird. Weil die Teile brauchen ja immer eine halbe Ewigkeit. So, das hat ja kein Ding gegeben. So, egal. Hab ich nicht drauf.
Ja, komm. Ja, dann hat sie ihn auf jeden Fall erwischt. Denkst du? Mit der ja. Disruption. Ja, doch noch. Wäre ja. Okay, das läuft wieder. Na dann holen wir uns hier nochmal ein bisschen Muni. Weil. Ja. Also den nicht so nötig. Dafür ein bisschen weniger. Aber nicht wirklich 100% draufdrücken, weil es hinten steht. Ja. Dann kommen wir schon mal die nächsten Kandidaten. Denkst du, ne? Okay, die kommt relativ schnell wieder, die neue. Hat man ja eine ziemlich gute Menge an Kills bekommen kann. Na, ja, schon wieder. Sind hier noch vier davon oder was? Ja, die nächste von denen. Ja, die wahnsinnige Mobilität. Du kannst mit Geist zusammen loslegen. Aber nochmal wichtig zu erwähnen, dass Geist mit dabei ist. Ich meine, was würden wir nur ohne ihn tun? Nur danach selbst stimmt ja auch irgendwo. Ich meine, mittlerweile könnte man vielleicht die Lichtfähigkeit nach ohne den benutzen, aber wiederbeleben muss er uns trotzdem. Wer weiß. Auch wenn das vielleicht nicht wirklich so viel Sinn macht, was zum. Hä? Will jetzt aber vorangehen oder? Das Sicherheitssystem des Tresors wurde wiederhergestellt. Du weißt, was zu tun ist, Hüter. Da war ja noch nie. Ich war vorhin jetzt nicht drauf, der jetzt nicht entscheidet, weiter zu tun. Also der ins von der. Bin ich jetzt irgendwie zu blöd, um zu springen oder was? Ja, scheinbar schon. So, dann machst du drauf. So. Schätzen wir, der holt den zweiten Kern und dann haben wir das Ding auch gleich auf. So, kurz mit dem ganzen Quatsch hier. Einfach schnell rein, nimmt alles auseinander und geht raus. Ja. Ja, geht doch. Das war immer noch nicht genug, oder was? Oder was war da los? Ich muss doch zwei Kerne reichen, oder nicht? Ich kann mir auch egal sein, letzten Endes müssen wir einfach nur einmal durchkommen. Na dann. Sesam, öffne dich. Ja. Auf ein neues. Und ab geht die Post. Ja, okay.
Und damit hätten wir auch das schnell erledigt. Das heißt, jetzt kommen wir wieder 5 Batterien. Und die erste liegt auch schon da hinten. Auch gut. Na dann. Hallo. Ach so. Jetzt aber. Halt so. Der Subgeist ist unter unserer Kontrolle. Gut gemacht, Hüter. Und konservierte Geister, die sich an eine schwache Existenz klammern. Ich vermute, das war an mich gerichtet. Hast du dieses Rätsel ganz alleine gelöst? Ich habe Clovis Kommunikation gekappt. Ne? Ich glaube, seine Antwort war sowieso nicht wichtig. Evakuierung bereit. Ja. Was auch bereit ist, ist, ein, ist dieser Part. Also damit würde ich auch sagen, war es das mit dem. Also, und, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.